Das oft bei mir jetzt, wenn ich nur auf mich gucke, immer so mitschwingt, hat das wirklich geschafft. Ich kenne viele, die kritisch kritischen er ja, hat es denn ja irgendwo geschafft. Ich sehe das alles ein bisschen anders. Und ganz viele würden auch nur einen Tag ja, mit mir tauschen wollen, was ich da erlebt habe. Auf ein Schlapperserbe mit der Victoria Podcast. Aus dem Medienhaus Meinecho. Jawohl, Folge Nummer 3 auf ein schlappes Seppel mit. Hallo und herzlich willkommen, sage ich, Roman Gromba vom Medienhaus mein Echo. Auch heute habe ich mir wieder einen Viktorianer eingeladen, um ein wenig in diesem Podcast zu plaudern. Und zwar wird es diesmal ein Fußballer sein der seit zwei Jahren oder jetzt in seinem zweiten Jahr bei der Viktoria spielt. Das wird ein Mann sein, der dort zwischen den Pfosten steht, der den Ball also hin und wieder auch mal mit der Hand berühren darf, der allerdings auch schon Bundesliga-Erfahrung hat, nicht zu knapp und dazu auch Pokalsieger 2015 wurde. Und damit würde ich sagen, direkt rein, hallo Max Grün. Hallo Roman. Max Grün. Schön, dass du da bist. Ich freue mich. Ich freue mich auf ein recht abwechslungsreiches Gespräch. Ich habe ein paar Sachen natürlich wieder über dich gelesen, habe ein paar Infos über dich gesammelt. Ich glaube, das wird spannend. Vorab möchte ich aber mit dir ein bisschen was aushandeln. Und zwar, du wirst es wissen, es waren bis jetzt zwei Gäste hier, Hamza Butakrit und Florian Pieper. Beide haben im Spiel danach getroffen. Wie kriegen wir das mit dir hin, dass die Serie hält? Ich glaube, gar nicht. <laughs> Weil ich glaube, meine einzige Chance, meine einzigen zwei Chancen bestehen ja darin, ähm Erstens, wir liegen hinten und ich muss wieder in der 90. mit nach vorne und irgendwie den Ausgleich äh, schießen. Ähm, oder das Zweite ist, ähm, ich darf zum Elfmeter, aber ich glaube, das lässt der Benny Bayer im Moment nicht zu. Ah, hast du schon mal getroffen? Nee, oder? Nein. Aber du hast, ich weiß, du hast es versucht zuletzt ja in Nürnberg. Reden wir später noch mal kurz drüber. Genau, genau. Und Elfmeter irgendwann schon mal geschossen? Nein, auch nicht. Also auch nicht. In der Jugend mal. Als ganz kleiner Junge, aber im, im Profibereich oder im Herrenbereich gar nicht. Ähm, nee, ich halte lieber. Okay, und dann Benny Bayer, kommen wir nicht vorbei, von daher zu Null halten am Wochenende gegen Pippins Reed, ist das vielleicht? Ja, das wäre wär schön. Ähm, aber ich freue mich auch wieder über einen Sieg, wo man viele Tore schießen. Und wenn man da mal ein Gegentor bekommt, ist das äh, verschmerzbar. Max, ich würde dich wie alle anderen Gäste auch bitten, dich am Anfang kurz selber vorzustellen. Ja, yeah, mein Name ist Max Grün, bin noch 35 Jahre, verheiratet, Vater von drei Kindern, ähm, haben zusätzlich äh, drei Hunde in der Familie, äh, bin 1,90 Meter groß. Gewicht weiß ich nicht. Ähm, ja, bin jetzt seit eineinhalb Jahren circa bei der Victoria als Spieler tätig als, und als Torwarttrainer und ähm, ja, war davor. Ähm, ja, bei einigen Vereinen in der ersten und zweiten Liga und genieße aber jetzt auch die Zeit ähm, ja, in Aschaffenburg. Du hast die Podcasts vorab gehört, gehe ich von aus. Das heißt, ja. du kennst auch unsere Rubriken. Es gibt zwei Stück. Das ist einmal der Grätschende Mitspieler, bei dem spielen wir immer Kollegen von dir ein, die wir ja. etwas von dir wissen wollen, die vielleicht eine kleine lustige Anekdote von dir wissen. Und dann gibt es noch Mels Akte. Und um beides direkt mal einzuführen, hätte ich direkt die erste Grätsche parat. Okay. Wurde gerade eben schon mal angesprochen, Benny Bayer. Ja. Und ich würde sagen, ich spiele es jetzt einfach ab. Gerne. Und ich bin gespannt, was deine Antwort ist. Hi Max. Ähm, ich denke, du kannst dich noch sehr gut an das Testspiel im Winter gegen Hanau 93 auf dem Kunstrasenplatz erinnern. <laughs> ähm, was du da gezeigt hast, nicht von deiner Leistung, sondern von deinem Kleidungsstil. Ähm, ja, das war einfach überragend. Wir lachen uns heute noch kaputt. <laughs> ähm, noch nie einen Mensch gesehen, der so viel ähm, Kleidungsstücke und Polster anziehen kann wie du. Wie man sich da überhaupt noch bewegen kann, ist mir ein Rätsel. Ähm, vielleicht klärst du uns ja mal auf, warum du das alles so für nötig hältst. Ja, ist eigentlich ganz einfach, weil ich uralt bin und auf dem Kunstrasen, äh, wenn ich da falle, mir einfach alles wehtut. Ähm, und ich wollte mich schützen dagegen, aber hat erstens nicht funktioniert und ich habe auch tatsächlich. Kein Ballgefühl gehalten, äh, Ball gehalten ähm, weil ich mich wirklich nicht mehr bewegen konnte. Ähm, ich habe, ja, das muss man fairerweise sagen, ein ne, bisschen eine Leidensgeschichte, was Knie- und Schienbein angeht und habe auch mit dem Jochen das Agreement, dass ich nicht unbedingt auf dem Kunstrasen spielen muss. Mhm. Mich hat es aber gejuckt und ich hatte Bock drauf und ja, sah, sah sehr komisch aus und ich habe mich auch sehr komisch bewegt auf jeden Fall. Waren es denn tatsächlich nur. Nur Elemente, um dich vor dem Kunstrasen zu schützen, oder war es auch noch kalt an dem Tag? Das ist weniger. Kälte stört mich nicht. Das war einfach äh, Kunstrasen hart. Ähm Und von was reden wir dann? Nimm uns mal mit, weil wir haben ja kein Bild von dir leider. Ja, ich kein, kein was, 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 was hast du alles? Drei, drei Knie okay, schon? Ja, also ich Elbungen? hatte meine Bandagen an den Sprunggelenken an. Dann hatte ich eine lange, enge Unterziehhose. Dann hatte ich eine lange Polsterhose, die glaube ich so in der Form nicht mehr zu kaufen gibt heutzutage. Das ist ja alles so ein bisschen aus Neopren und meine ist noch so ganz schön uralt aus Stoff, die ich extra jetzt mir angeschafft habe nochmal, ähm, ja, um die Winterzeit bei der Victoria zu überbrücken. Ähm, und dann hatte ich die glorreiche Idee darüber, noch äh, meine lange Trainingshose anzuziehen, die aber dann im Schritt ähm, ja... <laughs> extrem gespannt hatte und ich meine meine Beine auch nicht wirklich hochbekommen habe und die Jungs hinter mir fanden meinen Arsch auch ganz geil okay <laughs> aber also du musst deine Beine schützen oben Oberkörper ist cool unten rum unten rum war zwickt's in deinem Alter halt ja mit untenrum rum war ein bisschen ja auffällig bei dem Spiel dass ich zu viel an hatte definitiv okay und das war ein Thema in der Kabine offensichtlich und ein guter Lacher immer noch tatsächlich da hat der Benny recht also ähm, ich weiß nicht. Egal, wenn es um Hosen geht oder so oder Outfits, kommt das im Moment öfters hoch und ist mehr als ein Schmunzler wert. Ja. Okay, kommst du aber mit zurecht? Gehe ich jetzt mal. Ja, da stehe ich, steh ich drüber. Da stehe ich drüber. Da bin ich äh, völlig entspannt bei solchen Sachen. Jetzt hast du gerade interessanterweise gesagt, Kälte ist nicht so dein Problem. Ja. Kommen wir direkt zum Held Akte. Das sind Infos von Melanie Grünschmidt. Das ist Pressesprecherin von der Viktoria und zugleich aber auch deine Frau. Genau. Das heißt, vielleicht gehen heute die Einträge in dieser Akte so ein bisschen mehr im privaten Bereich oder in den privaten Bereich. Und Eintrag Nummer 1 möchte ich dir einfach mal vorlesen: Thema okay. Kälte. Ja. Max schläft im Hochsommer mit Shirt und Hose, im Winter dann im Langarm-Shirt, Hose bis ans Knie und der Alaska-Decke, mit der man problemlos Auto übernachten könnte. Das ist doch alles eher untypisch für einen Torwart, oder? Ja, man muss unterscheiden. Also im Spiel stört mich die Kälte überhaupt nicht. Ähm. Aber tatsächlich, daheim habe ich es gern warm. Und wenn ich den ganzen Tag im Winter auf dem Platz stehe, auch wenn jetzt Trainingseinheiten sind oder so, dann äh, mag ich es doch gern äh, ja, kuschelig warm daheim. Ähm, ich habe mich aber gebessert. Also, es ist, glaube ich, nicht mehr ganz so schlimm. Aber ja, es ist genau so. Und keine Ahnung, ich fühle mich da wohl mit. <laughs> Okay, aber es ist schon mal nicht schlecht, dass du auf dem Platz Wetter nicht so ab- oder ja, fühlig bist, sag ich mal. Ja. Erinnern wir uns kurz an Samstag, kleine Pfütze vorm Tor, ja. Sturm, Regen, Sonne im Wechsel. Wie ging's dir? Ähm, ich habe viel schmunzeln müssen, weil mein Torwarttrainer ja versucht hat, ähm, die Pfütze ja, zu beseitigen und mit dem zweiten Besenschwung den nagelneuen Besen des Clubs zerstört hat. Ähm, und die ja, Pfütze einfach weiter da war es gibt ein Besen weniger im Frankenland. Ja. Genau, genau. Äh, kurz vor der Halbzeit war es richtig mies, wenn du dann in den Wind guckst und den Regen voll abbekommst. Aber ich bin da immer, ja, voll Adrenalin und ja, mich stört es dann nicht, bin zu fokussiert, um um das wirklich als Störend zu empfinden. Kennen Sie, ich weiß nicht, welcher Keeper das ist, habe ich, hab ich nicht im Kopf, aber es gibt ein, ein Video, was im Internet so kursiert. Da steht ein Torwart richtig krass zitternd da, Schultern komplett nach oben. Okay. So richtig schüttelfrost sieht das schon aus. Sowas hat es aber noch nicht. Nee, noch nicht. Noch nie tatsächlich. Ich hatte mal eine Phase, da habe ich dann im Training oder manchmal auch im Spiel zu meiner vierten Zeit meine Füße mit Wärmesalbe eingeschmiert. Hm. Ähm, da war aber dann immer das Problem, dass die Wärmenspiel eigentlich nicht gewirkt hat und dann unter der Dusche und daheim noch sechs, sieben Stunden gebrannt habe und dann habe ich das auch wieder gelassen. Also von daher, nee, einfach, einfach durch. Gut. Du hast gerade eben schon gesagt, deine führt der Zeit. Es gibt ein paar Stationen bei dir, die man ansprechen könnte. Ich habe in der Vorbereitung auf den Podcast mir einfach mal transfermarkt.de aufgemacht. Das ist eigentlich immer eine ganz gute Quelle. Und es ist bei dir tatsächlich so, dass man da schon einige Themen mitnehmen kann in so einem Podcast. Ich würde vorschlagen, wir fangen ganz vorne an. Okay. Du kommst aus Karlstadt, bist dort geboren. Ja. Hast genau. beim FV Karlstadt dann auch deine ersten sportlichen Schritte gewagt. Ja. Und weißt du, dass es auf der Internetseite, des FV Karlstadt noch einen extra Reiter für dich gibt? Zwei. Sind zwei ja, weitere? Ich ja, habe nur ja, dich ja, und einen. Dunke, ähm, der ist mein Jahrgang gewesen und ist damals parallel mit mir. Nach München gewechselt, er zu 60, ich zu Bayern in die Jugend. Und sein jüngerer Bruder hat ähm, auch den Schritt zu Bayern in die Jugend gemacht und dann zum Schluss in Burghausen noch gespielt. Ja, guck. Genau, also es, ähm, Aber gibt es noch eine Verbundenheit? Das ist ja schon Der Verein äh, verbindet ja wohl noch was mit dir und verfolgt das auch. Definitiv. Also mein, mein Trainer, den ich über, äh, knapp zehn Jahre hatte, war jetzt auch beim Spiel gegen Kickers und hat zugeschaut. Also von daher, die Verbindung ist immer noch da. Sie ist nicht immer täglich da, aber klar, lässt nie los. Ich habe meine Eltern wohnen noch vor Ort und ähm, ich habe auch noch ganz viele Freunde im Ort. Meine Clique aus, aus Kindeszeiten, mit denen ich angefangen habe, Fußball zu spielen. Von daher ist die Verbindung natürlich immer gegeben. Das heißt, du kommst auch noch ab und an nach Hause, sozusagen. Ja, ist natürlich weniger geworden, ähm, einfach aufgrund, ähm, ja, dass ich nicht, nicht so nah vor Ort war die ganzen letzten Jahre. Ähm, eigene Familie habe, da bleibt immer ein bisschen was auf der Strecke. Meine Freunde auch mittlerweile alle Väter sind oder Mütter sind und da ist natürlich immer die Priorität eine andere, aber klar, man versucht sich einzurichten und, und die Bindung ähm, ist immer da. Hm. Du, hast, du hast in Karlstadt 93 angefangen. So lange bist, schon her. Ja, scheint so, wenn die okay. Daten nicht lügen. Ja, und bist recht lang dort geblieben. Das ja. heißt, du bist recht spät dann zu einem Profiverein in den Nachwuchs gewechselt. Hast auch lange Zeit als Feldspieler gespielt. Ja. Wann kam bei dir denn der Gedanke, Profisportler werden zu wollen? Also, ich bin lange dort geblieben, weil mir es immer sehr wichtig war, mit meinen Freunden zu kicken. Ich hatte davor schon Angebote von der Eintracht, ähm, ja, zwei, drei Jahre lang. Da haben dann einmal meine Eltern interveniert, weil ich einen Schulwechsel hatte. Einmal konnte ich im Verein noch mit einem älteren Jahrgang spielen, was mich mehr gereizt hatte. Und ich war als Kind und Jugendlicher eigentlich immer nur froh, wenn ich Fußball spielen konnte. Ich konnte auch keinen Berufswunsch äußern. Und ja, das war dann erst eigentlich so mit dem Wechsel nach München, hat sich das Ganze so verfestigt. Vorher überhaupt nicht. Warum München und nicht Frankfurt? In dem Jahr wollte dann die Eintracht nicht mehr. <lacht> <lacht> und ähm, dann gab es nur diese eine Option und relativ kurzfristig. Und dann haben ich und die Familie ja gesagt. Der Wechsel nach München war 2002. Du hast auch in der Jugendnationalmannschaft gespielt. Ja. War das noch davor oder kam das dann auch erst mit dem Wechsel nach München? Das kam alles dann danach. Also man muss schon, ähm, um ins Blickfeld ja, zu kommen, beim einem spielen? Ja, also die Diskussion habe ich noch mit einem guten Freund heute, mit Maxi Arnold, dass es immer so ein bisschen drauf ankommt, wo man spielt, um wirklich irgendwo reinzukommen auf allen möglichen Ebenen. Ich hatte das damals als Jugendlicher erfahren. Ich habe eben in Karlstadt gespielt. Der nächstgrößere Verein damals war Schweinfurt. Und ich habe in der Bayern-Auswahl nie gespielt oder wurde nicht eingeladen. Da war immer irgendwie der Torwart in meinem Jahrgang, wurde von Schweinfurt berücksichtigt. In der Bezirksauswahl, so hat sich damals geschimpft, habe ich gespielt. Als ich dann nach München bin und gute Leistung gebracht habe, war ich auf einmal beim DFB und sollte auch zur Bayern-Auswahl. Dann habe ich damals gesagt, Ne, Bayern-Auswahl, ihr könnt mich mal. Ähm, habe mich jetzt irgendwie zwei Jahre nicht berücksichtigt. Ähm, kann ich nicht nachvollziehen. Also von daher hat es glaube ich im Fußball auch auch in jeder Ebene auch ich finde wie ich gerade gesagt habe beim, beim Maxi Arnold sieht man es ja der spielt jetzt seit Jahren überragend ähm, in Wolfsburg und auf seiner Position mehr als beständig und, und kriegt kaum eine Chance äh, im Nationalteam von daher kann es ja eigentlich auch da nur am Verein liegen würdest du ihm einen Wechsel raten nein wenn's nein ist genau geben? richtig da okay. das passt und ich glaube das kann dann auch immer in der Karriere nur jeder für sich entscheiden was ist ihm wichtig, wo will er hin? Und das ist total individuell. Mhm. Bei Bayern, jetzt bist du nicht unbedingt der ganz klassische Titelhamster, aber ein paar hast du, unter anderem A Junioren, Deutscher Meister, Süd. Ne, das ist, glaube ich, eine Fehlinfo. Das ist eine Fehlinfo? Ja, das ist eine Fehlinfo. Aber, es, aber Süddeutscher Meister seid ihr geworden. Ja, das sind wir mal geworden, genau. Und A Junioren, das war ein Jahrgang vor mir der, ich glaube, müsste der 85er, 86er-Jahrgang gewesen sein. Das heißt, du schmückst dich mit fremden Federn sozusagen mhm. oder andere machen das für dich? Andere machen das für mich oh, okay. noch besser eigentlich. Ich muss mich da gar nicht drum kümmern. Okay, also die, den Titel kann ich rein... Ja, aber, den kannst du streichen. Aber wir sind uns sicher, Zweitligameister können der wir stehen lassen. Tausendprozentig. DFB-Pokalsieger können wir stehen lassen, den kommen können wir gleich wir stehen zu. Lassen. Super... Wie heißt das? Supercup. Super den auch? Den darfst du auch stehen lassen. Okay, haben ja, wir noch was, sehen, was vergessen? Nee, das ja, war's dann. aber. Das ist dann... Okay. Das ist in Ordnung. Also, kein, kein A-Junioren Deutscher Meistertitel, Nein. aber der Sprung dann zu den Amateuren. Ja. Kurz davor hattest du dich am Kreuzband genau. verletzt. Ich habe von dir gelesen ähm, schwere Zeit, mhm. auch mit Hermann Gerland, ja. der für mich so irgendwie der Inbegriff eines Trainers ist, so von außen Echt? betrachtet. Ja, der, wenn, okay. wenn ihr dort, Wieso? ihr spielt dort, also Victoria bei den Bayern München Amateuren, Grünwalder ja. Stadion. Ja. Er ist schon längst beim DFB angestellt, sitzt aber auf der Tribüne ein paar Meter neben mir, hat eine Stopp oben in den Hals. Mhm. Immer. So, die hatte er damals schon. Ja, <laughs> und, zu unserem Leidwesen. Und er ist gefühlt <laughs> immer noch bei jedem Spiel, guckt sich Jugendspieler an, äh, wie er sich äußert. So. Also, wenn, wenn ich einen Trainer malen müsste, dann ist es wahrscheinlich Hermann Gerland aus Bochum, der in München sein Glück gefunden hat. Ich würde es nicht ganz so beschreiben. Ich glaube, dass wir die ersten zwei, drei Jahre, Hermann und ich, nicht wussten, was wir miteinander anfangen sollten. Ähm, seine Art ist sicherlich. Gewöhnungsbedürftig war auch damals für viele junge Spieler nicht einfach. Aber das muss man sagen, er hat versucht, auf seine Art Werte zu vermitteln, die vielleicht heute auch fehlen im, im Jugendbereich, im jugendlichen Bereich. Und als ich gemerkt habe, was er von mir will und wie er es haben möchte und ich ihm auch mal meine Meinung gesagt habe, mich getraut hatte, haben, seitdem haben wir eigentlich ein gutes Verhältnis. Und ähm, menschlich. Neben dem Fußball ist es ja wirklich ein ganz, ganz, ganz feiner Mensch, ähm, auf den man sich dann auch immer verlassen kann. Ist es vielleicht einfach ein Oldschool-Trainer, vielleicht der, der so noch, noch ein bisschen aus einer anderen Zeit kommt? Oh, ich mag das Oldschool gar nicht. Also <laughs> klar, der, der Fußball oder der Sport entwickelt sich immer weiter. Aber ich glaube, dass auch in anderer Form viele Dinge vor 15, 16 Jahren, als ich im Jugendbereich war, schon Umgesetzt wurden, aber nicht so gehypt waren oder nicht so genannt wurden, wie sie jetzt genannt werden. Klar muss man neue Sachen annehmen, auch als Trainer ähm, heutzutage oder als Spieler. Aber das Oldschool finde ich immer so ein bisschen, das hat immer so einen negativen Touch, den es nicht braucht, glaube ich. Also es war gewöhnungsbedürftig bei ihm und wie du vorhin schon gesagt hast, die Stoppohr, mit der ich viele schwierige Momente in. <laughs> In, in Form von Belastungen im Training. Aber ähm, grundsätzlich wollte er uns auf dieses Geschäft Profifußball, das wirklich hart ist und das wirklich nicht immer schön ist und fair ist, vorbereiten. Und das hat er bei mir hinbekommen. Mich hat, mich hat danach nichts mehr so groß aus der Bahn geworfen. Und äh, ich kann für mich sprechen, dass ich auch den Weg, den ich damals gegangen bin, nicht missen möchte. Soll wir deinen Weg weitergehen? Weiter Gerne. Von den Amateuren, nicht ganz so oft gespielt in München, ja. kam dann der Schritt nach Fürth. Genau. Soweit ich weiß, eher so Ersatztorwart auch erstmal. Du hast dich dort dann aber durchgesetzt, hast irgendwann zweite Liga, Stamm gespielt, ähm, Aufstieg, erste Liga gespielt. Warum der Schritt nach Fürth, wenn du da erstmal gesagt bekommen hast, offensichtlich, ja. guck mal, was deine Rolle sein wird? Ja, ich habe damals, es war. Das zweite, Drittliga-Jahr, also als die dritte Liga eingeführt wurde, ähm, wenig bis gar keine Spielzeit auch schon vor der Saison ähm, versprochen bekommen äh, vom damaligen Trainer in München. Und dann kam recht kurzfristig vor Transferende im Sommer die Anfrage aus Fürth. Sie suchen noch einen Torwart, einen dritten Torwart für den Profikader, der aber regelmäßig in der U23 damals spielt. Ja, und da fand ich das. Ja, sehr verlockend, habe ein Probetraining dort gemacht und dann wollten sie mich. Und dann habe ich sofort Ja gesagt. Ähm, ich war das erste Mal wirklich in einem Profiteam, zweite Liga, regelmäßig im Trainingsbetrieb dabei und konnte spielen. Und ja, nach einem halben Jahr, wie es so im Fußball ist, Nummer eins verletzt, Nummer zwei verletzt und neuer Trainer, weil wir eine Scheiß-Hinrunde gespielt haben in der zweiten Liga, der mich dann einfach ins Tor gestellt hat und ja, meine Leistungen waren richtig gut. Und dann. Ja, ging es so seinen Weg und äh, ich war Stammtorwart auf einmal. Nach den Problemen, die du davor hattest, in dem Moment irgendwie mal den Gedanken gehabt, ah, ich hab's doch geschafft? Gab's mal Zweifel vorher? N, definitiv die, die, die erste Phase und im, nach meinem Kreuzbandriss, als ich dann zum Tiger kam ähm, und ich mehr Sprünge um den Platz machen musste für mich alleine als ähm, irgendwie in einem Mannschafts- oder Torwarttraining zu sein. Was ein war Training ich Training war. Kurz also es waren Trainingsformen, die du da machen musstest, oder? Ja, wir hatten dann ab und zu mal keinen Torwarttrainer, aus unterschiedlichsten Gründen. Und wenn wir dann drei Torhüter waren, musste immer der, der nicht mitspielt, ah. ähm, um Platz drum irgendwie 300 Sprünge machen. Und das direkt nach dem Kreuzbandriss, weiß man ja auch, ist nicht so förderlich. Und ähm, ja, da war schon so der, der Spaß irgendwie nicht mehr da. Und da war ich dann auch schon in der Kabine ein paar Mal gesessen und habe gedacht, ja, willst du das wirklich so weitermachen? Bin aber froh, dass ich es durchgezogen habe. Ja. Wie war dann der Moment in Fürth, als du gemerkt hast, es funktioniert? Ach, ähm, ja, der war, war super. Aber in, damals zu der Zeit, hab, das ging alles so schnell, da hast du gar nicht drüber nachgedacht mhm. äh, in München über äh, Edgey Badge, sondern du hast einfach ein Spiel nach dem anderen bekommen für dich damals in einem geileren Stadion nach dem anderen, irgendwie in Aachen vor 20.000, dann in Duisburg vor 20.000 äh, und dann auf einmal in der Allianz Arena gegen 60, was ja heute undenkbar wäre. Ähm, und da war überhaupt keine Zeit, drüber nachzudenken, was davor war, sondern du hast einfach den Moment genossen und, und jedes Spiel mitgenommen. Ich habe mir notiert, als ich mir die angeschaut habe, die einzelnen Stationen, wie könnte man das beschreiben? Und deine Karriere. Ohne das jetzt böse zu meinen, sieht ein bisschen aus wie Leiter nach oben und dann Leiter auch so langsam wieder nach unten. Nimmst du das an oder sagst du völliger Quatsch? Völliger Quatsch. <lacht> Mist. <lacht> Nein, was meine ich damit? Du hast natürlich äh, den Schritt in die Bundesliga geschafft, bist dann nach oben zu Wolfsburg, dort auch Pokalsieger geworden. Will jetzt gar nicht so sehr auf die beiden Vereine eingehen. Immerhin ist es ein Victoria podcast Eine Frage, die ich aber noch habe: Was war besser, Pokalfeier 2015 oder Aufstiegsfeier führt? Beides geil. Aber klar, der bisschen größere Erfolg war der DFB-Pokalsieg. Einfach im Olympiastadion vor 80.000. Wenn man sonst gegen Hertha spielt, ist da die Stimmung manchmal nicht so prickelnd im Olympiastadion. Deswegen versuchen die ja auch schon seit Ewigkeiten ein neues Stadion zu bekommen. Und dort, da ist wirklich eine ganz besondere Atmosphäre an dem Wochenende. Die ganze Stadt ist DFB-Pokal. Und ja, das war schon dann noch zusätzlich, dass wir gegen Dortmund gespielt haben und es Jürgen Klopps letztes Spiel war. Da hat schon ja da lag schon was in der Luft und das war ja war ein riesen Highlight dann, klar. Warum habe ich das mit der Leiter gerade eben gesagt? Ich habe das mit der Leiter gesagt, du hast in Fürth viel gespielt. Ja. Bis dann nach Wolfsburg hast dann weniger gespielt, ich warst weiß. da in der Ersatzrolle, hast da auch noch Bundesliga Einsätze gehabt. Genau, ne, als ähm, der Keeper verletzt war, hast auch beim Pokal die ja. erste Runde gespielt. Ich glaube, dass das oft bei mir jetzt, wenn ich nur auf mich gucke, immer so mitschwingt, hat das wirklich geschafft. Ähm, wie du, du, du beschreibst es als Leiter, ich sage, ich kenne viele, die kritisch hingucken, er hat es ja nirgendwo geschafft. Ich sehe das alles ein bisschen anders. Ich glaube, um es auf mich zu beziehen, ich kann es aber dann auch, auch gerne auf, auf alle anderen Leistungssportler, die in der Bundesliga unterwegs sind, da ist eine brutale Qualität in einer Mannschaft. Und du musst dich jeden Tag, jeden Tag durchsetzen gegen mindestens zwei Kontrahenten, plus Kontrahenten von außen, die ja eventuell verpflichtet werden könnten. Und egal in welcher Position du dich da über Jahre hältst, natürlich will man spielen und das wäre das, das wäre dann das I-Tüpfelchen. Aber ich sage trotzdem, wenn du dich da über Jahre hältst, hast du auch nicht viel verkehrt gemacht. Und ganz viele, ganz, ganz viele würden auch nur einen Tag ja, mit mir tauschen wollen, was ich da erlebt habe. Und deswegen bin ich mit mir da voll im Reinen, verstehe aber, wenn man von außen drauf guckt, dass immer wieder diese, in Anführungszeichen, Skepsis oder. Der es ja gar nicht geschafft, dazu kommt. Aber es waren immer bewusste Entscheidungen von mir und es waren auch immer bewusste, ähm, ja, von den Vereinen bewusste Infos an mich. Wie ist meine Situation? Also, mich hat keiner gezwungen. Ich wurde da nicht hingetrieben, sondern es waren einfach freie Entscheidungen und deswegen ist das, kann man das von außen gern so sehen. Das stört mich überhaupt nicht. Ich bin völlig fein mit mir und ähm, weiß, dass ich eine geile Karriere äh, noch habe. Was bedeutet dir? Heute der Pokalsieg als größter Titel, den du eingefahren hast, als größter Erfolg? So im Alltag nicht viel, weil das ist schon ewig her. Ich genieße im Moment die Zeit mit der Familie. Ich genieße es, meine jungen Keeper bei der Viktoria weiterzubringen. Und wenn jemand nachfragt oder wenn ich ab und zu mal einen Moment habe im Büro, wo, wo so eine kleine Nachbildung von dem Pokal steht und man draufschreit, dann vielleicht mal ein Grinsen im Gesicht. Die Frage habe ich mit Hintergrund gestellt, wenn wir kommen zur zweiten Grätsche. Okay. Ja, ich kann noch mal von der ersten Begegnung mit Max berichten. Ähm, da waren wir im Kraftraum. Ich glaube, es war die erste oder zweite Einheit. Und ähm, keine Ahnung, wir haben mal halt drüber geredet, was wir jetzt machen. Ich glaube, Steini war dabei, der irgendwas erzählt hat. Dann Kai hat erzählt, ja. Ähm, äh, was machst du jetzt so? Kai gemeint, er Student. Ja, dann habe ich erzählt, ja, ich fange jetzt bei der Allianz an, mache nochmal eine Ausbildung hin und her. Und ja, dann habe ich so gefragt, hier, Max, was machst du eigentlich? Und dann kam ganz trocken DFB-Pokalsieger 2015. Ich habe Tränen gelacht, wirklich, das war Wahnsinn. Habe ich auch recht mit, oder? Hast du definitiv mit Recht. Zur Aufklärung, das war Florian Pieper, der vor ja, genau. der Saison gekommen ist. Ähm, ja, das ist so ein. So ein Standardspruch-Gag von mir ein bisschen. Wenn ich irgendwie keinen Bock habe, zu erklären, warum, wieso, weshalb, dann verweise ich auf meinen DFB-Pokalsieg. Aber das ist natürlich alles nur ein bisschen im, im Spaß und in der Ironie gemeint. Vor allem, ja, das mache ich auch nur in der Mannschaft, um, wie es eben der Flo schon gesagt hat, es lockert ja ein bisschen die Jungs. Also es ist ein bisschen, im ersten Moment denkt man, was ist das für ein arroganter Fazke? aber... Es dient eigentlich eher, ein bisschen Lockerheit in die Mannschaft reinzubekommen. Und so bin ich ja auch sonst unterwegs im Team. Ich, ich nehme kein Blatt vom Mund. Ich spreche auch Dinge an, mache auch mal wirklich dumme Sachen. Einfach, aber für das große Ganze, ja, dass wir Erfolg haben. Wir kriegen so langsam die Kurve Richtung Viktoria. Ja. Es gibt noch zwei Stationen, einmal Darmstadt. Ja. Zählst du das als Station? Ja, definitiv. Ähm, ich habe... Äh, in Darmstadt meine, meine Traumfrau kennengelernt. Von daher äh, ist die Station immer präsent. Aber sportlich war es natürlich ein Jahr zum Vergessen. Ich war 80, 90 Prozent verletzt. Ähm, von daher war es eben nur ein kurzes Intermezzo, so, ja. Von dort ging es dann nach Gladbach weiter? Genau. Drei Jahre oder zwei Jahre? Zwei Jahre. Zwei Jahre, Jahre nochmal. Wenn du so ein bisschen vergleichst von den, sagen wir mal, Fürth, Wolfsburg, Gladbach, für welchen Verein würde dein Herz schlagen? Und ist sowas überhaupt möglich? Ein Profigeschäft? Ja, das ist, das ist definitiv möglich. Ich unterscheide es ein bisschen. Ich habe eine tiefe Verbundenheit zu führt, weil ich die Chance bekommen habe, im, 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 Fuß, im Profibereich Fuß zu fassen. In, in Wolfsburg eine Verbundenheit, weil ich sehr lange dort war. Wir eine großartige Mannschaft waren, viele Erfolge gefeiert haben. Und Gladbach war, ja, bin ich dankbar, dass ich nach dem wirklich desaströsen ja, in Darmstadt, wo ich einfach nur verletzt war, nochmal die Chance bekommen habe, ähm, zu zeigen, dass ich auf Bundesliga-Niveau mithalten kann. Äh, habe natürlich nicht gespielt jetzt in, in, in der Erstmannschaft, aber ja, war immer im Training dabei, immer Leistung gebracht und ähm, habe dort auch ein Umfeld kennengelernt, was einzigartig ist. Weil? Also warum? Ja, der Verein riesengroß, Tradition. Ähm, ja, Rainer Bonhof auf einmal da, Uwe Kampstorfer trainer lauter so Sachen, ne, die in anderen Vereinen vielleicht nicht selbstverständlich sind. Ein geiles Stadion, leider zu kurz aufgrund Corona mit Zuschauern erlebt. Das war schon ist schon beeindruckend, ja. Von Gladbach dann der bewusste Schritt hier nach Aschaffenburg genau. zur Viktoria, ja. noch mal kicken. So hast du es damals gesagt. Du möchtest einfach noch mal einem Verein helfen, du möchtest noch mal spielen. Und ich habe mal geschaut. Du hast 26 Mal Bundesliga gespielt, 64 Mal Zweite Bundesliga. Ja. Wie oft hast du jetzt schon für die Viktoria gespielt? Ich würde sagen, irgendwas über 50, oder? Oh ja, es sind 61. Also, ja, du hast bald du. die Regionalliga Bayern als deine Liga gepackt, sozusagen. Sehr gut. Wie zufrieden bist du momentan? Ich bin momentan sehr zufrieden, aber bin immer ehrgeizig. Also, ich glaube, wir haben vor der letzten Saison einen riesen Umbruch gab bei der Viktoria, was es äh, an Spielermaterial ähm, da war, nach Ende der Corona-Zeit. Ähm, haben mit vielen jungen Spielern gespielt, hatten dann auch im Laufe der Saison viele Verletzte, Langzeitverletzte und haben ja, eine souveräne Saison gespielt. Haben diese Saison uns noch mehr stabilisiert, ähm, trotz wieder vieler ähm, Langzeitverletzten. Auch wieder junge Spieler dazu geholt, Spieler aus unterklassigen liegen, wenn ich mal Alex nennen darf. Paraschiff ist der Nachname, genau. der ist gemeint, damit genau, wir alle genau. mitnehmen können. Und das sind, das ist, das, ist das, das macht mich sehr zufrieden. Du hast im vorhin schon mal angesprochen in einem Interview zu mir gesagt, wenn es nötig ist, nerv ich meine Mitspieler, bis die genauso ticken wie ich. Immer noch ein schöner Ersatz, wie ich finde. Ja. Führt hat dann direkt mal nicht so richtig funktioniert. Da gab es zum Auftakt eine 0 zu 3-Klatsche, seitdem ungeschlagen. Ja. Bei den Top-Teams Nürnberg und Würzburg jeweils ein Punkt. Musstest du aus der Haut fahren oder ist es automatisch gekommen? Ich glaube, nach Fürth hat es jeder von sich aus gemerkt, dass wir drauflegen müssen. Das hatte ich ja damals in Nürnberg schon gesagt, die Vorbereitung nicht, nicht ganz optimal ergebnistechnisch von uns war. Und ich denke, da wusste jeder Bescheid, da musste man diesmal nichts groß sagen. Der Coach hat ein paar eindringliche Worte gesagt, zu Recht auch. Und ja, die Ergebnisse zeigen ja jetzt, dass, dass wir auf dem richtigen Weg wieder sind. Auch jetzt in Nürnberg waren wir, ja, wo jeder sagt, das ist so ein Top-Team und ich spiele so ein Fußball, waren wir das bessere Team und meiner Meinung nach hätten wir da auch gewinnen müssen. Was ich bei, bei solchen Fragen immer raushöre, wie gefällt es dir bei der Viktoria und so, ja. es wird oft gesagt, es ist eine tolle Truppe, ähm, familiärer Charakter, ja. Stimmung ist gut. Ist das im Profibereich ähnlich? Kann sowas auch entstehen oder ist das in der Regionalliga, weil man eben das mehr oder weniger als Hobby noch macht oder als ambitioniertes ja. Hobby nebenbei, entsteht so eine Stimmung daher. Es kann auch im Profibereich entstehen und muss zum Teil auch, um erfolgreich zu sein. Das ist immer wieder vielleicht der Zurückblick auf Oldschool, also ne, wie man früher mal gesagt hat, wir müssen ein Team sein. Mhm. Ähm, das muss man heute auch im Profibereich. Ich glaube, wir hatten in Wolfsburg unsere erfolgreichste Zeit, da sind wir. Ja, da hat Marcel Schäfer immer organisiert, dass wir mit den Familien Frühstücken waren, mit allen Kindern, mit allen Physios, mit allen Ärzten und dass da so ein Gruppengefühl entstanden ist. Das heißt nicht immer, wenn man das macht, dass man Erfolg hat, aber es hilft. Ähm, bei der Victoria, wie du sagst, ist es natürlich nicht im Profibereich, sondern im Amateurbereich unterwegs. Da ist es von Haus aus anders. Ne? Wir kommen nach der Arbeit, die Jungs, ja, mir quatschen ein bisschen doof, wir haben Bock zu kicken. Und haben nicht den ganz großen Druck. Das ist natürlich dann der Unterschied zum, zum Profibereich. Wenn es da mal nicht läuft, dann wird da richtig dazwischen gegrätscht. Auch in der Mannschaft von den Jungs untereinander, weil die sind absolut erfolgsbesessen, wollen auch ihre Position nicht verlieren. Ne? Und da geht es dann richtig rund. Das ist natürlich ein großer Unterschied dann. Was sind deine Ziele jetzt noch mit der Victoria? Die Victoria sagt ja, wir würden gerne noch aufsteigen. Ist das auch ein Thema für dich? Oder ja, ist die das Saison so? nicht mehr. Ja, das wird eng, das gebe ich zu. <laughs> ist auch kein Lizenzantrag ja, gestellt worden. Genau. Aber in den, in den kommenden Jahren, ist das etwas, wo du sagst, da hätte ich nochmal richtig Bock drauf? Ja, definitiv. Ich bin ja, bin ja ehrgeizig. Ähm, ich habe dir auch schon gesagt, ich versuche, solange meine Körper mitmacht und auf Rasen nicht schmerzt, ähm, möchte ich Fußball spielen. Und klar, ich glaube, jedem Fußballer macht es mehr Spaß, wenn man was erreicht. Ja, und grundsätzlich wäre das ein schöner Gedanke, mit der Viktoria in der dritten Liga zu spielen. Ich versuche nochmal den Bogen hin zu Mel's Akte zu spannen. Wie willst du den jetzt hinbekommen? Das bekomme ich nochmal hin, indem ich dich nochmal <laughs> darauf anspreche, dass du ja Profi warst und alle um dich rum vermutlich Social Media für sich genutzt haben, eigene Seiten haben, ja. um auf, auf sich aufmerksam zu machen. Du bist strikt dagegen und sagst: Nö, brauche ich nicht, mache ich nicht. Ja. <laughs> ähm, ja. Bis heute nicht. Nein. Aber du hast ganz offensichtlich eine andere Lösung, um dich mitzuteilen. Und zwar, ich zitiere aus der Akte: Okay. Wenn Max Auto fährt, telefoniert er immer. Sobald er sein Auto betreten hat, beginnt er das erste Gespräch. Er ruft gerne auch noch an, wenn er schon kurz vor dem Heimkommen ist, um dann alles zu erzählen, was er auch zu Hause nach dem Heimkommen berichten könnte. Nein, es muss am Telefon erzählt werden. Warum? Weiß keiner. Du vielleicht? Nein. Was ist es ein Tick, dass du, ist die Autofahrt zu langweilig oder? Ja, ich hatte mir so vorgenommen, vielleicht war das, die, ist das der Grundgedanke, ähm, dass ich alles vorher abarbeite, was noch anliegt, so... Victoria Jugend oder auch mit dem Team, dass ich das vorher äh, telefonisch abarbeite, dass ich dann daheim einfach mal Arbeit stopp machen kann. Aber grundsätzlich funktioniert es nicht so wirklich und ja, ich, ich sabbel halt auch manchmal gern. So von daher. Ähm aber ist es wirklich so oder ist es übertrieben? Oder? Nein, es ist nicht übertrieben. Also ist es ist wirklich dein ja, Dings. Also ich ist telefonier, ist während haben Autofahren zu 99%. Mit ja. wem hast du telefoniert, als du gerade hier hingefahren bist? Ähm, ich habe tatsächlich, ich habe Sprachnachrichten gemacht, das gibt es auch noch. <laughs> ähm, oh, <klar. lacht> da habe ich mit meinem Torwart-Trainer-Kollegen ein paar Sprachnachrichten hin und her gemacht. Warum habe ich dich nach dem Social Media gefragt? Mhm. Hat noch einen zweiten Grund, noch einen Akteneintrag, ich lese ihn einfach erstmal vor und dann reden okay. wir bitte drüber. Das kann ja jetzt nichts Gutes sein, wenn doch, das so anfängt. Nee. Doch, das ist super. Ja. Pass auf. Okay. Max hat zwei große Leidenschaften neben dem Fußballspielen. <laughs> Den Staubsauger <laughs> okay. und sein Handy. Ja. Denn wenn er nicht gerade Fußball spielt, dann rennt er entweder mit dem Staubsauger durch die Wohnung, gerne auch mehrmals täglich und ganz egal, ob andere telefonieren, lernen oder sonst was <laughs> etwas Wichtiges machen, oder er ist mit seinem Handy beschäftigt. Gerne auch auf der Toilette was auch darin gipfelte, dass man ihn direkt vor der Badezimmertür stehend laut da gerufen hat und er einfach minutenlang null reagierte, weil er nichts gehört hat. Was machst du, wenn du nicht <laughs> bei Social Media unterwegs bist, so lange an deinem Handy? Also wenn ich auf der Toilette bin oder wenn ich allgemein am Handy. Ja, bin? ich will weg von der Toilette. Machen okay. lieber allgemein. <laughs> ja, gut, auf der Toilette ist ja klar, was ich mache, hoffe ich zumindest. Mm. Ähm, und am Handy ist so, ja, ich wie gesagt ich bin viel am, mittlerweile am organisieren, strukturieren, was den Jugendbereich Torhüter an zu tun hat. Und da gibt es halt immer wieder, da sprechen dich halt einfach, wenn du in einer verantwortlichen Position bist, Leute an und ich will es abarbeiten. Ähm, ansonsten ja, lese ich gerne Sportnews und alle anderen möglichen News, die es so in der Welt gibt. Ist ja dadurch extrem leicht heute. Ähm, ja, ist manchmal ja, zu viel Konsum. Muss ich mich auch bremsen, ähm, selber. Gelingt mir nicht immer. Aber, ja, und ich schaue gern ähm, ab und zu Wrestling bei YouTube. Weiß, das ist jetzt nichts Hochintellektuelles oder Hochtrabendes, aber mir macht Spaß, das anzuschauen und dann gucke ich da ab und zu. Das ist meine Auszeit dann. Von dem ganzen Wahnsinn. Staubsaugen? Beruhigend. Ah, ich dachte schon, du hast es vergessen. <laughs> nee, es steht da ähm, ja schön für ja, mich. Ähm, ich. Koche mega ungern ähm, und denke mir dann immer so, ich könnte in der Ehe irgendwas ausgleichend machen, dass ich da ein Gleichgewicht hinbekomme. Und wir haben natürlich drei Hunde, das sind halt einfach auch okay, viele Haare. Ja. Genau, das mag ich auch nicht so, wenn dann jemand kommt und überall man sieht sofort Hund, das ist halt dann einfach nicht, nicht so schön. Aber ja, ist ein, ist ein Tick von mir und ich versuche so ein bisschen das, was ich dann nicht im Haushalt kann, auszugleichen. Und ein Saugroboter, sowas wäre da keine Alternative. Nee, das mache ich schon selber. Das mache ich am besten. Was macht Max Grün sonst noch so privat? Privat, ich ähm, versuche die Zeit, wenn es dann geht, mit meiner Familie zu nutzen. Ähm, wir, dadurch, dass ich bei der Viktoria bin, habe ich ein bisschen mehr Freizeit als in meiner, meiner Laufbahn vorher, was auch Urlaube angeht. Ich reise gerne, wir gehen gern wandern. Ähm, ansonsten beschäftige ich mich ultra gern mit meinen Kids. Und das ist das Wichtigste für mich. Ja? Die dritte und für heute letzte Grätsche kommt von Nikolas Hebisch, okay. der auch ein bisschen mischt: einmal ja. sportlich, einmal privat. Wir hören rein. Servus, Max, äh, der Hebe hier. Für meinen ersten Einsatz als Grätschender Mitspieler habe ich mir gleich mal die schoner mit Knöchelschutz angezogen fürs nächste Training. Ähm, Zu Recht. Falls ich hier doch etwas äh, anstoßen sollte, was dir nicht so gefällt. Ich habe zwei Themen und zwar ein Thema ist, war auch schon in der letzten Podcast-Folge, ähm, ein Thema Musik. Ich habe immer den Eindruck vom Spiel, dass du nicht so ganz happy bist mit der Musikauswahl. Deshalb die Frage von mir, was bringt dich denn so richtig in äh, Matchday-Stimmung, beziehungsweise wo kannst du dich am besten konzentrieren zu welcher Musik und Frage Nummer zwei ist, äh, du bist ja bei uns Mr. Eyebrain und die Hörer interessiert sicherlich, warum du diesen Spitznamen hast und warum du manchmal zu Hause mit einem Rugby-Helm und ein bisschen Kontaktgel auf dem Kopf vorm PC sitzt. Okay, wie gesagt, zweigeteilte Frage, mit was fangen Gen wir an? Das also, egal, wir nehmen Musik, also... Ja, das ist, ähm, wenn vor allem der Flo Pieper das macht, das hat man ja das letzte Mal im Podcast, das ist einfach bodenlos. Das war jetzt auch auf der Rückfahrt wieder von Nürnberg so. Ich habe noch nie eine Mannschaft gesehen, die die letzten 20 Minuten im Bus so durch da gesessen war. Also jeder hatte so einen leeren Blick und war völlig teilnahmslos da gesessen. Also ich übertreibe jetzt nicht und hat einfach diese Musik nicht mehr ertragen. Und er hat sich aber trotzdem weiter dafür gefeiert. <laughs> es ist ja nur der Wechsel, der. Ja genau sagt er ja er genau mhm. <laughs> ähm, und mein Musikgeschmack ist, ist einfach anders ich höre ich höre gern äh, böse Onkels, ich höre gern Broilers ich höre äh, Linkin Park also alles was so ein bisschen bisschen ähm, ja, härter tiefgründiger ist und ähm, nicht so diese ganze neumoderne Scheiße wo der beat dich dir gefühlt den ganzen Abend Kopfschmerzen macht ähm, das brauche ich nicht ähm, zudem höre ich dann auch gern, wenn, wenn ich gute Laune habe, Schlager, ja, deutsche Schlager, von daher. Aber ich bin halt auch, ja, einer der wenigen älteren, also richtig Alten in dieser Mannschaft und, und bei den Jungen muss man das eben akzeptieren, wenn die einen anderen Musikgeschmack haben. Das sehe ich auch bei meiner großen Tochter, da muss man dann einfach durch. Aber ist nicht Benjamin Bayer auch einer der Älteren und hört irgendwie so Techno-Richtung oder irgendwie sowas? Ja, der ist ja halt so alt. Ach, der ist noch nicht so nee, alt. Nee, nee, also ja, in gut. meinen Sphären ist der noch nicht. Gut, <laughs> dann kommen wir zu dem anderen. Da habe ich ein paar Fragezeichen weil ich damit. Ja, ähm, weiß ich gar nicht anzufangen. Ein, das ist ein Trainingstool, das nennt sich iRain, ah. wo wir ähm, durch unseren Hauptsponsor Pass die Möglichkeit haben, ähm, virtuell ähm, zu trainieren. Also wir sitzen vorm Laptop mit, wie der Hebel schon erklärt hat, so einem komischen Rugbyhelm auf und trainieren und versuchen dort unsere Schüsse, unsere Pässe. Positionsspezifisch zu verbessern. Und das sieht komisch aus, aber es macht die Jungs besser. Es ist so ein neuroathletisches Projekt. Klingt abgefahren. Wie oft machst du das? Im Moment gar nicht. Man sollte es. Also alle, die mit trainiert haben, zweimal die Woche. Dauert okay. 20 Minuten. Jetzt steht hier auf meiner Liste als nächste Frage, dass Jugend heute wenn sie jetzt hier zuhören, bestimmt wissen würden, was du für ein Rad für sie hättest. Worauf kommt es denn bei Nachwuchstäutern an? Was würdest du raten? Ich glaube, dass wir in Deutschland wieder dahin kommen müssen, dass die Jungs auch als Torhüter gesehen werden und nicht irgendwie als erster Spielmacher auf dem Feld, sondern die Jungs sollen wieder dastehen, sich im Dreck schmeißen können, sich im Dreck wohlfühlen, sich. Äh, sich geil finden, wenn sie einen Ball halten, sich geil finden, wenn sie abgeschossen werden und einfach Spaß, äh, Spaß daran haben, Bälle zu halten. Da, da fängt es für mich beim Torwart an. Und alles andere, ob das dann talentiert ist, ob wie weit es geht, ob die Technik richtig ist, ob der gut mit dem Fuß ist, das kommt Stück für Stück und kann man auch viel trainieren. Und was würdest du raten, was man selber machen kann, um sich weiterzuentwickeln? Ganz viel Spaß und ganz viel Ehrgeiz haben. Also das sind die, die Basics. Ist die die Grundtugen. Die Und ich glaube, wenn wir die wieder, wenn die die Jungs im Tor haben, dann, dann ist schon ganz, 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 ganz viel gewonnen. Max, wir nähern uns so langsam schon dem Ende. Ja. Hier stehen noch ein paar Fragen. Ähm, hier steht eine Frage, die ist von außen mir zugetragen worden. Ich soll einfach mal nachfragen. Und zwar: Profis haben gerne mal. Oder Fußballer im Allgemeinen, weil ich glaube, das kommt immer weiter unten hin. Wenn sie zum Training gehen, einfach nur so ein kleines Täschchen Aber Sieht aus wie so ein Kulturbeutel. Yeah. Was ist da drin? Deo, Hagel. Warum hat man sowas nicht in der Gemüse, warum schleppt man das jedes Mal mit, aber alles andere nicht? Ähm, ich glaube, weil wir das dann auch bei den Spielen ja brauchen. Du brauchst beim Spiel Deo. Nach dem Spiel zu den Auswärtsfahrten, wenn du vorher übernachtest. Du hast, du hast einen dabei, oder? Ich glaube, yeah. deswegen kam die Frage auch aus. Yeah. Ähm, ist, das, ist das wichtig, was Und ich habe noch Kontaktlinsen, Ersatzlinsen drin, weil ich sonst ein blinder Fisch bin. Ach guck, wieder eine ja. Info mehr. Ja. Aber ist das, ist das wichtig, was das für eine ist? Oder ist das jeder hat sein und da wird gar nicht drüber gesprochen? Also in, Oder in der, muss der Bundesliga man ist es gefühlt, wenn man das sieht, wichtig, mir ist es nicht wichtig, nein. Okay. <laughs> noch so etwas, was mir im, 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 im Kopf rumgegangen ist. Ähm, wir haben hier im Haus noch einen Handball Podcast vom Kollegen Gian Adanir. Okay. der kollege theoretisch ja. aus einer anderen Sportart und der lässt seine Gäste im Podcast immer die Top 7 bauen. Das sind alles Mitspieler, mit denen die Gäste irgendwann mal auf der Platte gestanden haben. Ja. Ich würde gern, das aber ein bisschen zügiger aufgrund der fortgeschrittenen ja. Zeit. <laughs> Deine Startelf, du darfst dich nicht selber nehmen, du brauchst also auch einen Keeper. Ja. Einfach kurz, wer steht im Tor, wer spielt in der Abwehr, Sturm, Mittelfeld und warum? Und warum? Ich denke, ich soll mich ja. kurz halten. Ja, das ist ein Experiment. Ich bin ja. gespannt, ob du das ähm, irgendwie hinkriegst. Ja, das, das, das kriege ich definitiv hin. Im Tor Jan Sommer, weil er einfach ein richtig guter Torwart ist und auch dementsprechend jetzt bei Bayern München spielt. Ähm, links hinten Ricardo Rodriguez, einer der begnadesten Linksfüße, die ich je gesehen habe. Leider, um bei einem richtigen Topclub zu spielen, etwas zu faul. Ähm, aber das macht den Charme bei ihm aus. In Verteidigung ist für mich Tommy Kleine, mein ehemaliger Kapitän-Mentalitätsmonster in Fürth. Ähm, plus Naldo, der einfach für die besonderen Momente da war und eine extreme Ausstrahlung hatte und der auch einfach privat die geilsten Schuhe getragen hat. Ähm, rechts hinten habe ich, äh, ja, da würde ich Christian Tresch nehmen, ein. Auch ein Mentalitätsmonster, der die Linie hoch und runter gelaufen ist. Ähm, dazu ein ganz feiner Kerl. Auf der 6, Maxi Arnold, ähm, weil er einfach ja, absolut zuverlässiger, brutaler, guter Spieler ist, der nur so einen guten Schuss hat, weil er nach jedem Training in Wolfsburg bei mir schießen durfte. Ähm, dazu noch Luis Gustavo, ja, der ja einfach ja eine wahnsinnige Aura hatte und ja auch immer dazwischen gefegt hat ohne Rücksicht auf sich selber links vorne Marcel Schäfer ähm, ein ja der konnte zwar nur gerade auslaufen das aber richtig gut und einfach ja super Flanken reinhauen ähm, und war ehrgeizig und besessen vom Erfolg ähm, ohne den wäre er nicht so weit gekommen rechts Kevin De Bruyne ähm, der beste Fußballer, mit dem ich je zusammengespielt habe. Auf der 10, ich habe zwar nur kurz mit ihm zusammengespielt, aber was auch er mit dem Ball gemacht hat, der kleine Diego, ähm, lange Zeit bekannt aus Bremen und dann eben in Wolfsburg. Ja, unfassbare Technik, unfassbare Bewegungen, ähm, ganz, ganz feine Klinge. Und im Sturm, das ist, ja, das ist jetzt die Frage. Da würde ich sogar das Schlitz oder Lars Stindel nehmen. Einfach, äh, ja, der ist in der Box, wenn er, wenn er abschließen kann, einfach unfassbar gut und findet immer die Räume, wo er nicht greifbar ist. Starke Elf, würde ich sagen. Denke ich auch, ja. Kein Viktorianer dabei, das musst du jetzt in der Kabine so verkaufen, warum das jetzt nicht. Das verstehen ist. die ja. Also, <laughs> das verstehen die. Da sind die schon realistisch genug. Wir haben den Bogen. Geschlossen möchte ich sagen, die ja. Leiter einmal hoch, die Leiter einmal runter. Und irgendwann ja. musst du auch von der Leiter runter. So ganz runter dann. Und ja. äh, das ist vermutlich und hoffentlich noch ein paar Momente entfernt. Wie geht es danach weiter? Ich wäre ein richtig guter Torwarttrainer. Sonst gibt es keinen Wunsch, wenn das nicht beruflich? klappt. Beruflich? Ja, beruflich, wenn das nicht klappen sollte. Ich habe hier noch einen Akteneintrag. Ja, ich weiß auch welchen. Soll ich erstmal vorlesen, bevor nee, du es Ich könnte auch Profi-Wrestler werden. Gut, ich lese. Ja, genau. ich lese es trotzdem kurz noch vor, weil es hier so schön steht. Ja. Wenn es mit der Trainerkarriere nach dem aktiven Fußballspielen nichts werden sollte, hat Max zum Leidwesen seiner kompletten Familie einen klaren Berufswunsch. Er möchte nämlich Wrestler werden. Wobei ihn keiner von uns zu seinen Auftritten begleiten wird. <laughs> genau. Das Tim ist, ähm, Wiese ist ein großes, großes Vorbild, oder? Nee, ich würde es gerne in, in den USA tatsächlich machen, also da wo der Sport auch richtig groß das, ist. Das ist ernst gemeint oder das ist so ja, eine Fantasie. Das ist Fantasie, aber klar, wenn mich einer fragt, why not? Ähm, ich hatte auch schon diverse Auftritte, zum Beispiel im Urlaub, weil wir da mal irgendwie ein Spiel gemacht haben, Kennt, kennst du es noch, wenn man so kleine Zettelchen schreibt mit Aufgaben und die dann mhm. muss jeder ziehen und dann habe ich natürlich. Die Aufgabe gezogen, das nachzuspielen in einem Urlaub mit der Family. Und also, ich fand, ich habe das überragend gemacht und es war auch auf einem sehr hohen Niveau. Ähm, ja, der Rest, also die restlichen ja, vier haben mich eigentlich nur ausgelacht und haben kopfschüttelnd gemeint, dass sie mich nie irgendwo begleiten würden, wenn das so kommen sollte. Ich bin sehr gespannt, ob es den ja, Wrestler du, Max Grün irgendwann geben wird. Hast du schon einen Namen? Namen ist nein, ja ganz wichtig. Nein, ich bin für Vorschläge offen. Und warum nicht gleich Mexiko? Da ist das ja Nationalsport sozusagen. Ja. Ich, also noch ich, verrückter mit Masken ja, und so das, beim das Lucha stimmt. Libre. Keine Ahnung. Ich, ich würde auch gerne in der USA. Also ich habe auch nichts dagegen, in der USA zu leben. Also von daher Aha, also das war das. Verbindend. Aber da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Also noch keinen Namen. Ja, Kann nein. ich dir jetzt nicht entlocken. Nein, 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 nein. Da gibt es noch gar nichts. Gut, Max, dann haben wir es tatsächlich geschafft. Ähm, ja. Vielen, vielen Dank für deinen Gerne. Besuch. Viel Erfolg noch mit der Viktoria. Dankeschön. Wir hören uns hier in zwei Wochen wieder. Und ich bedanke mich nochmal auch für das Zuhören, für das Feedback, das wir so schon bekommen haben. Freut uns. Und ich sage jetzt erstmal auf bald und tschüss. Tschüss.